Freunde der großen und kleinen Bahn, wir sind jetzt beim nächsten Teil des Projekt Possendorf, also Teil 5, und wir sind gerade dabei, hier zu streichen. Na, dass also zwischen den Gleisen nicht irgendwo das Sperrholz herausschaut. Da gibt es also eine wunderschöne Farbe aus dem Baumarkt, die nennt sich Karamell, die sieht auch so aus, als hat man da irgendwelchen Karamellpudding abgefüllt. Ja, und da sieht das ja schon fast aus, als wäre es ein Bahnhof. Dann kommt der nächste Schritt, nachdem wir jetzt das quasi das Modul oder die einzelnen Module gestrichen haben. Also wir haben erstmal die letzten drei gestrichen. Müssen also auch die Gleise gefärbt werden. Und das passiert hier jetzt gerade. Das erfolgt natürlich mit Airbrush, wo wir alles in einem, sagen wir mal, etwas dunkleren Rostton na, also nicht die reine Rostfarbe verwenden, das sieht dann immer so aus wie stillgelegtes Gleis. Also da habe ich auch schon viele Diskussionen durch, wo mir dann also Leute dann irgendwelche Gleise zeigen, die dann auch so etwas heller sind, aber wenn man wirklich sich mal umschaut und dann auch danach geht, wie die meisten Gleise aussehen, dann kommt eben dieser etwas dunklere Rostton heraus, der also aus meiner Sicht deutlich besser aussieht und den wir hier also auch verwendet haben. Normalerweise ist ja bei mir so, dass alle Gleise bei mir quasi dann komplett schwarz gemacht werden, also inklusive des Schotters. Das haben wir jetzt hier nicht gemacht, einfach weil dieser Bahnhof im Zustand kurz nach dem Neubau dargestellt werden soll. Das ist genau genommen der Para 1 Bahnhof dann. Deshalb auch das sächsische Gleis und die wahrscheinlich dann sächsischen Weichensignale, die dann hier eingesetzt werden. So sieht das dann fertig aus. Und dann kommt der nächste Schritt. Das habe ich jetzt 10-mal schneller gedreht, weil die Sequenz, die war 36 Minuten lang. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. Also da haben wir jetzt hier mit 3 Minuten 60. Also da ist eigentlich immer noch zu lang. Sehen wir jetzt mal in der Superschnellversion, wie ich dann hier das Gleis eingeschottert habe. Ja, merkt schon, ich sage jetzt nicht mehr wir, sondern ich. Das liegt einfach daran, dass die bisherigen Bauleistungen dann doch zum großen Teil oder fast ausschließlich auf Kosten des Kollegen gingen. Also der hat das dann alles gemacht und ich habe gefilmt. Und hier habe ich dann mal angefangen, mich selber zu filmen. Diese beiden Bohrer, die da drin stecken, die schützen das Loch, wo die Bolzen für die weichen Zungen dann reinkommen. Da habe ich es also immer fertig gebracht, da das mit Schotter zu füllen, und da hatte ich große Probleme, das wieder rauszukriegen. Deshalb die beiden Bohrer. Ja, trotz der langen Sequenz, jetzt gibt es immer mal ein paar Pausen mittendrin. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Ja, das sind, was hier ganz rechts am Bildrand ist, das sind quasi die Gleitbahnen für die Zungen. Das ist also dem Vorbild, soweit es ging, nachempfunden. Wir sind da also ein bisschen näher dran als die Weichen, die da von den Großserienherstellern angeboten werden. Inklusive der Weichen, die also am nächsten dran kommen, na, von Weinert. Na, auch die Tillich-Weichen sind auch nicht so schlecht im Vergleich zu den anderen. Aber das hat uns halt hier nicht genügt. Was ist jetzt auch noch Erwähnung finden soll, das wäre eigentlich im letzten Teil dran gewesen, warum wir hier überhaupt so ein eigenes Gleis dann kreiert haben. Das liegt einfach daran, dass wir das ein sächsisches Länderbahngleis natürlich viel niedrigere Profile hat als das, was so angeboten wird. Das Tillich-Gleis, das ist auf dem Niveau eines modernen, heute verlegten Gleises.
Alles andere, was ein höheres Schienenprofil hat, das ist halt nicht vorbildgerecht, ne? Das ist dann halt zu hoch. Und das Gleis von Weinert hat also die quasi die Epoche 3 Gleise oder in der späten Epoche 2 verlegten Gleise zum Vorbild. Und das ist eben für unsere Zwecke auch zu hoch. Hier kann man natürlich dann auch nur noch mit RP25 Radsätzen drauf rumfahren. Es müssten auch die allerneuesten NEM-Fahrzeuge, wie ich sie jetzt hier vor kurzem erst bekommen habe von Brava, also die aktuellen Brava-Wagen, die werden ja auch mit sehr modernen NEM-Radsätzen ausgeliefert und die fahren da auch meines Wissens auch drüber. Ja, das ist wieder Tiefgrund. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das wirklich von außen reinziehen zu lassen. Das klappt nicht immer, aber meistens. Vorteil ist natürlich, dass wir jetzt hier im Gleisbett da nirgendwo eine Delle haben. Also da, wo wir jetzt da reingetropft haben, dann ist natürlich das. Gibt es natürlich dann Löcher. Na, das ist natürlich nicht so schön. Ja, aber denn. Dann endgültigen Prellbock hier nochmal das Herzstück einer Weiche. Also das ist, ich werde das also auch nochmal fotografieren neben einer Tillich-Weiche oder neben anderen Weichen, dass man hier wirklich mal den Unterschied sieht. Und das ist also schon ein bisschen eine andere Hausnummer, als wir das von einer anderen sehen. Das ist übrigens die Weiche, wo ich hier die Löcher verstopft habe. Hier nochmal ein Herzstück. Den Radlenker hat es hier leider ein bisschen beim Druck erwischt. Der ist nicht so optimal geworden. Hier mal eine ganze weiche Straße. Das ist also schon auf dem Treffen aufgenommen worden. Ich gehe mal davon aus, dass das Video dann schon gelaufen ist. Und weil es so schön war, noch ein Herzstück. Hier noch wegen, neben einem weiteren beschädigten Radlenker haben wir da diesen weißen Knubbel. Na, das ist ein Grenzzeichen, ein sächsisches. Das ist zu Länderbahnzeiten, also heute wird das ja rot-weiß angepinselt, zu Länderbahnzeiten war das rein weiß. Das ist aber noch so, wie es aus dem Drucker gekommen ist. Da müssen wir mit Farbe nochmal drüber gehen. Dann haben wir hier den Zungenbereich. Hier noch mal ein bisschen näher ran. Wir haben also hier so eine winzig kleine Öse, die also die Zunge festhält. Das erwies sich dann beim Treffen auch als Problem, auch weil diese Stellstangen zu weit rausgestanden haben. Beim Putzen ist dann das hier passiert. Na, also da ist diese Öse leider gebrochen. Das müssen wir dann provisorisch mit Sekundenkleber wieder reparieren, damit der Bahnhof zumindest halbwegs betriebsbereit wird. Ja, ich denke, da auf das Thema gehe ich dann aber nochmal beim Treffen ein, wenn ich dann das Treffenvideo dann zeige bzw. erstmal nachvertone. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ein bisschen was gebracht. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.